Die Freude ist natürlich groß, dass so ein bekannter Fußballer zu uns gekommen ist mit seiner, denke doch, großer Erfahrung und mit seinem spielerischen Können wird er uns zu 100% weiterhelfen. Ich glaube, auch hier kriegt er da Probleme, wenn er so einen Scheiß weitermacht, aber ich glaube, der wird auch irgendwann erwachsen und vielleicht wird das gerade hier und kann dann zeigen, was er drauf hat. Kevin ist schon ein starker Typ. Okay. Was kann er hier leisten? Viel, viel. Kevin ist zwar kein aktiver Weltmeister gewesen, aber er war im Weltmeisterkader. Und er ist ein erfahrener Mann, der auch viele Meisterschaften in Dortmund gewonnen hat. Ich sehe das ganz einfach so, wird viel überbewertet von der Bevölkerung, auch von den Medien. Kevin ist ein ganz cooler Typ, der halt auch ein ganz normaler Mensch ist, wie alle anderen auch. Und jeder hat seinen Vor- und Nachteile. Und es gibt halt mal schwarze Seiten, es gibt helle Seiten. Und der Kevin ist ein Pfundskerl, ich weiß das. Und wenn er hier einsteigt in Darmstadt, dann wird es fußballerisch auf jeden Fall hohe Qualität sein. Und der Rest interessiert mich eigentlich wenig. Wenn der gut spielt, kann er machen, was er will. Auch mal wieder ein Name, der dabei ist, wie Altintop auch schon gewesen. Ja, genau. Ja. Bringt auch ein bisschen Erfahrung mit. Eben auch internationaler, also das hilft ja dann auch schon mal. Und der ist ja auch jemand sehr körperbetontes, also